Servus, seid gegrüßt, meine geliebten Geschwister im Herrn. Der Herr sei mit euch und ein herzliches Shabbat Shalom. Ja, meine Lieben, ich war schon etwas länger nicht mehr online gewesen. Das hatte nämlich auch seine gewissen Gründe gehabt, die ich euch auch gleich erzählen möchte. Also, ich bin eigentlich mit der Inspiration reingekommen, online gekommen, um euch auch mal ein Zeugnis darüber abzulegen, was hat Jesus eigentlich gemacht? Und auch, was habe ich gemacht, dass sich mein Leben, mein Innerstes komplett verändert hat. So. Ich habe schon einigen von euch, die mich schon seit Jahren kennen, nur oberflächlich angekratzt. Ja, wie hat Jesus eigentlich mein Leben verändert? Die Sache ist die, dass ich im Moment jetzt immer mehr mit Geschwistern in Kontakt komme, die ähnliche Situationen erleben, akut, was ich schon damals erlebt habe und auch hinter mich gebracht habe. Hallo, grüß dich, liebe Isa. Das Thema passt heute, weil ich möchte euch heute auch Zeugnis ablegen. Ja, und zwar mal ein bisschen genauer ins Detail zu gehen, wie hat Jesus mein Leben verändert? Was musste ich dafür tun? Weil ihr könnt euch, wenn ihr Jesus angenommen habt, ihr könnt ihn als euren Partner, Therapeuten, Vater, Bruder oder sonst was ansehen. Und ich hatte mit ihm eine jahrelange Therapie durchgemacht. Nur was jetzt akut der Fall war, ist, und das ist nun mal Fakt, der Satan ist ein Räuber. Er versucht uns immer wieder ins alte Leben zurückzudrängen oder uns die falschen Glaubenssätze wieder in den Kopf reinzudrehen. Also schlechte Gedanken über uns selbst oder sogar Sachen, die man ausspricht über sich selbst verflucht und so weiter und so fort. Okay, meine Lieben. Es war eine harte Ausbildung. Ich möchte jetzt mal zurückgehen auf mein 27. Lebensjahr. Da war ich mit Jesus noch lange nicht unterwegs, aber ich habe an Gott bereits schon geglaubt. Da begann es, dass ich auf einmal unter Panikattacken zu leiden begann. Ich wusste damals nicht, dass das Panikattacken waren. Das ist mir so oft auf der Arbeit passiert, dass ich Todesängste auf einmal bekam, dass ich gezittert habe, dass mein Blutdruck in die Höhe geschnellt ist, dass ich halt ein paar Mal mit dem Krankenwagen in die Klinik gekommen bin. Es hat sich letztendlich als eine Angst- und Panikstörung herausgebildet. Damit begann praktisch mein 10-jähriges Martyrium auf psychiatrischer Ebene. Das war die Diagnose Nummer 1. So, dann geschah es 2009. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich glaube 28. Da habe ich angefangen, ganz massiv abzunehmen. Ich konnte auf einmal wochenlang überhaupt nicht schlafen. Ich war völlig überdreht. Und dass ich mich zum ersten Mal in die Psychiatrie habe einweisen lassen. Und in der Psychiatrie haben sie bei mir eine Psychose festgestellt, die aber eine Fehldiagnose war. Ich war damals schon mit Gott ganz intensiv zusammen, obwohl ich Jesus Christus noch gar nicht kannte. Hallo Birella, hallo Stefanie. Ich versuche jetzt, eine komplette Zusammenfassung in gekürzter Form zu geben, was für Diagnosen ich eigentlich durchgemacht habe. Ich werde euch später sagen, warum ich so viele Diagnosen durchmachen musste. Möge der Herr mir jetzt die richtigen Worte geben, euch das so kurz wie möglich zu schildern. Also, durch die Einnahme von Medikamenten bin ich damals in eine tiefe Depression hineingerutscht. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt nicht als Krankenschwester gearbeitet, sondern nur als Reinigungskraft in einem Chemiewerk, weil ich es mir damals nicht zutraute, in den verantwortungsvollen Beruf einzusteigen. Mein damaliger Mann war selbstständig und überaus stolz. Ja, der Laden war schon so oft dem Scheitern verurteilt, aber er hörte nicht drauf. Er wollte unbedingt sein eigener Chef sein.
Und ich hatte nicht die Nerven dazu gehabt, auch noch als Krankenschwester obendrauf zu arbeiten. Da habe ich kennengelernt, was bittere Armut ist, zum Beispiel. Also 5 Monate nach dem ersten Psychiatrieaufenthalt bin ich hingegangen und habe alle Medikamente abgesetzt und dann kehrte das Leben zurück, sozusagen. Im Jahr 2010 hing auf einmal alles an mir, weil mein Ex-Partner praktisch den Laden aufgeben musste. Ich tat es nämlich selbst, weil ich habe nämlich die Firma für einen Monat übernommen. Und bin dann, nachdem ich auf mein Konto schon wieder 1.000 Euro Schulden hatte, sofort zum Amt gegangen und habe alles abgebrochen. Schluss, aus, Feierabend. Das war im Jahr 2007. Er hatte damals eine Ausbildung angefangen, eine Umschulung übers Arbeitsamt. Also er war abhängig vom Arbeitsamt, bekam nur ein paar Euro. Er und ich, bevor es angefangen hat, erhielten kurz vor Weihnachten die Kündigung von unseren beiden Arbeitgebern, ich bei der Gebäudereinigung, da wo ich gearbeitet habe, und er bei seinem Job, ich weiß schon gar nicht mehr, was er da gemacht hatte, das ist viel zu lange her, beide die Kündigung, nachdem wir gerade in die teurere Wohnung eingezogen sind. Und plötzlich hing alles an mir. Ich musste meinen neuen Job suchen, und zwar als Krankenschwester im Altenheim. Ich habe damals schon an Gott geglaubt, aber ich war nicht mit Jesus unterwegs, okay? So, ich habe damals schon zu Gott gebetet, damals schon, ne, um Hilfe. So, ich habe den Job im Altenheim bekommen, war total stolz auf mich. Wow, ich habe es geschafft, ich bin doch in meinem Beruf zurück und dies und das. Nur die Freude währte leider nur kurz. Die Stresssituation im Altenheim ist so schlimm geworden damals im Jahr 2010, dass ich in akuten Stresssyndrom hineingerutscht bin, in einen Burnout, der dann letztendlich zur Psychose geführt hat, zur tatsächlichen Psychose, eine paranoide Schizophrenie. Die hat sich herausgestellt, nachdem ich am Medikamentenschrank stand und mir die Tabletten schlucken wollte, weil ich so verzweifelt war und nicht mehr konnte. Ich konnte die ganze Last der Verantwortung nicht mehr tragen. Und dann war eine Stimme da, die gesagt hat, Jenny, nimm deine Tasche und rette dein Leben. Ich hätte an dem Tag Spätdienst gehabt. Ich litt wochenlang unter massivsten Panik- und Angstzuständen vor jedem einzelnen Arbeitstag. Ich habe zu meinem Ex-Freund Mann schon gesagt, ich kann nicht mehr, ich bring mich um. Das waren meine Worte. Er hat dann gesagt, lass mich bitte nicht im Stich, du weißt, ich mache nur eine Umschulung was Arbeitsamt. Der Druck stieg immer weiter an. Auf jeden Fall tat ich, was die Stimme mir, ich war überhaupt nicht bewusst, dass es Gott war, habe meine Handtasche genommen und bin praktisch in die Klinik geflüchtet. Und dann, als ich in der Klinik zur Ruhe kam, bekam ich eine paranoide Schizophrenie. Ich litt unter Verfolgungswahn. Ich hörte zigtausend Stimmen in meinem Kopf, die mich nicht schlafen ließen. Ich war davon überzeugt gewesen, dass die Leute meine Gedanken lesen konnten, dass ich deswegen niemanden angucken konnte. Es war ein Albtraum. Das war Diagnose Nummer 2. Also 2008, 2009 die Angst- und Panikstörung und die zweite Diagnose war Burnout mit eingehender Schizophrenie. Das war 2010. Ich war daraufhin ganzes Jahr lang krankgeschrieben. Ganzes Jahr. Ich befand mich damals leider in der Probezeit. So hatte natürlich mein Ex-Arbeitgeber leichtes Spiel und konnte mich kündigen und ich fühlte mich wie die letzte Versagerin auf der ganzen Welt. Es war grausam. Wie gesagt, ich war ein ganzes Jahr lang krankgeschrieben. Mein Ex-Mann immer noch in der Umschulung. Das war ganz schön hart gewesen. Ganz schön eine harte Zeit. Das Krankengeld lief aus. So, und dann geschah es, das war 2011, dass ich gesehen habe, ach du Scheiße, unsere Existenz geht den Bach runter. Ich kann mich noch genau dran erinnern, wo mein Ex-Mann
mit seinem Neffen alleine draußen unterwegs war und ich auf dem Teppich lag und Gott um Hilfe anflehte. Am gleichen Tag haben mein Ex-Mann und sein Neffe mich abgeholt. Wir sind zu einem Spielplatz gefahren. Wen trafen wir da wieder? Einen Andreas, den wir ein Jahr vorher mit dem Maximilian kennengelernt hatten. Ich habe ihm auf einmal gesagt, ohne lang zu überlegen, weil ich wusste, was er macht, hör mal, sucht dein Arbeitgeber noch Leute? Ja, kannst du mir Adresse geben? So, der Mann hatte alles im Kopf gehabt. Also stieg ich ein in die Intensivpflege, 1:1 Betreuung. Ich bekam den Job sofort. Das war eine starke Gebetserhörung unseres Herrn, die ich erleben durfte. Ich war überglücklich, endlich einen Patienten so versorgen zu können, wie ich es immer gefühlt habe. Weil 1:1 Betreuung, du bist praktisch bei dem Patienten zu Hause, du kannst ihn betütteln, kannst ihn pudern, kannst ihn quatschen, kannst alles machen, was der Patient braucht. Ich war überglücklich. Ich schob 12 Stunden Schichten. Und hatte sogar noch Fahrzeiten gehabt. Ich habe keinen Führerschein. Ich war auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Also war ich 15 Stunden auf den Beinen. Zwar nicht die ganze Woche hindurch, natürlich hatte ich auch frei. Nur die Jennifer war damals noch ein wenig zu stolz gewesen. Sie kannte Jesus noch nicht. Sie ist überall eingesprungen. Weil ich wollte mich praktisch, unverzichtbar machen. Mir hat es gut getan, wenn man mir gesagt hat, hör mal, du bist die Einzige, die uns helfen kann. Auf solche Sachen habe ich früher noch gehört. So, und ich machte das Ganze 3,5 Jahre durch. Am Ende war ich dann, nachdem ich das 3. Mal die Versorgung gewechselt habe, das geht jetzt nicht, die Versorgung gewechselt habe, war ich sogar schon zur Teamleitung aufgestiegen. Nur meine Seele zeigte mir praktisch den Mittelfinger. So, Fräulein, jetzt ist Feierabend. Nein, es geht jetzt nicht. Schatzi, kannst du bitte mal dem Thomas Bescheid sagen, dass ich jetzt nicht ans Telefon gehen kann? Ich bin live. Schatz, hast du gehört? So, ich hoffe, er schnallt hat jetzt, dass ich live bin. So, okay. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt bin ich schon wieder raus. Ah! Okay, ach, jetzt bin ich wieder da. So, und dann fing ich an zu trinken. Ich fing an zu trinken, das jeden Abend. Ich habe mir eine Flasche Hugo reingeknallt, mitsamt meinen Tabletten, die ich damals noch eingenommen habe, um nachts überhaupt schlafen zu können. Das Jahr 2014 kam, nachdem 3,5 Jahre rum war. Ich wurde auf einmal herzkrank. Oh, hat das geknallt. So. Das Ding war, ich habe im Krankenhaus eine Herzkatheteruntersuchung bekommen und da wurde festgestellt, dass ich arteriosklerotische Ablagerung bereits schon in den Herzkranzarterien hatte. Ich hatte dann mit dem Rauchen aufgehört. 2 Wochen lang ging das Ganze gut. Und dann hatte ich, wo ich in der Krankheitsphase war, regelmäßig weiterhin Alkohol konsumiert. Und dann geschah es, dass ich mich das erste Mal verletzte. Vorsicht, Trigger, Selbstverletzung, okay? Meine Seele war so hoch im Stress, dass ich auf sie nicht gehört habe, weil ich damals halt noch zu stolz war, okay? Auf jeden Fall war da der Zeitpunkt gekommen, wo Gott mir gesagt hat, das erfuhr ich erst Jahre später, so Fräulein, jetzt ist Feierabend. Ich hol dich jetzt erstmal aus der Welt raus. Okay? Weil ich lebte nach den Maßstäben dieser Welt. Bis 2014. Ich war dann natürlich krankgeschrieben. Auch von meinem Psychiater war ich krankgeschrieben worden. Ich konnte nicht mehr. Der Burnout war da. So. Immer alles gegeben, bis ich selber nichts mehr übrig hatte. Und das Ding war, dass der Alkoholkonsum immer stärker zunahm, auch in der freien Zeit,
immer stärker. Nun, mir war es nicht bewusst, Leute. Mir war es nicht bewusst. Mein Ex-Mann hatte damals bereits schon als Monteur im Ausland gearbeitet. Der kriegte das eigentlich überhaupt nicht mit. Ich erzähle euch gerade meine letzten 10 Jahre, was ich erlebt habe, im Kurzen für alle, die gerade zuschalten, um ein mächtiges Zeugnis abzugeben, wie Jesus eigentlich gewirkt hat in meinem Leben, auch bevor ich ihn kennengelernt habe. Ich wollte damals, weil ich mich selbst verletzte, eine Borderline-Therapie machen. Ich hatte 3,5 Jahre gewartet, Monate gewartet auf den Termin. Und dann hatte ich den Termin, war aber Tage vorher bei meinem Psychiater gewesen und habe ihm erzählt, dass ich 5 Liter Bier getrunken habe. In einer Nacht bis morgens um 7:30. Das war für mich normal, darüber zu reden. Okay? Auf jeden Fall schrieb er das verschlüsselt auf die Überweisung. Und dann saß ich dann vor dem Leiter der Klinik, der Borderline-Klinik. Er las es dann. Alkoholmissbrauch. Die erste Frage, die dann daraufhin kam, Frau Weniger, haben Sie ein Alkoholproblem? Hä? Wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Hier steht Alkoholmissbrauch. Und dann, es war so, als würde ich geleitet werden von oben. Ich wusste ja nicht, dass der Herr das am Führen war, ne? Ich habe kürzlich 5 Liter Bier getrunken. Ich habe nur sein Gesicht gesehen. So hat er mir im Kopf geschüttelt, gesagt, tut mir leid, Frau Weniger, Sie müssen erst Ihre Sucht bekämpfen. Was passierte? Jennifer rastete aus. Ich rastete aus und habe den angeschrien, dass das jetzt das Ergebnis war, nach 3,5 Monate lang Wartens auf diesen Scheißtermin. So. Der Arzt ging kaum drauf ein, er machte nur sanft die Tür auf und schickte mich hinaus. Mein Ex-Mann wartete am Auto auf mich. Ich habe ihm das verschwiegen, Leute, er wusste von nix. Ich habe ihm dann die Ausrede gegeben, nee, ich passe nicht hierher, meinte der Arzt. Vom Alkohol habe ich nix erzählt. Und dann waren wir zu Hause, nur mein Ex-Mann hat gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Was ist denn los? Na, und dann irgendwann, das war wirklich so ein Drängen, als ob es von oben wäre. Sprich jetzt! Und dann habe ich ihm das gesagt. Ich hatte an dem Tag sogar noch ein Gespräch mit meiner Mutter gehabt, 2 Stunden lang. Und da kam auf einmal mir der Geistesblitz, scheiße, ich bin tatsächlich abhängig. Also, man musste erstmal Krankheitseinsicht haben. Toll. Das war das Jahr 2015 gewesen. Eine Entgiftung hielt ich für unnötig, weil ich nicht täglich trank, sondern vielleicht höchstens 2-mal die Woche. Das war auch früher so. Ich habe nicht täglich getrunken. Das war 2008, 2009. Ja, da habe ich täglich getrunken. 6 Kannen Bier jeden Abend. Da habe ich noch als Putzfrau gearbeitet. Mein Gott, lang, harte Story. So, und im Jahr 2015, wie schon gesagt, ich habe behauptet, ich brauche keine Entgiftung. Es war aber eine innere Stimme. Ich wusste nicht, dass es Gott war, der mich führte. Ich wusste es nicht. Ich nahm es nicht wahr. Doch, du brauchst eine Entgiftung. Ich bin dann erstmal hingegangen und habe mal bei Facebook unter Alkoholismus, beziehungsweise ich fand plötzlich bei Facebook, wie so ein Fingerzeig, Gott, das brauchst du gar nicht suchen, kreuzen Sie an. Alkoholismus, ne? Was auf Sie zutrifft. Kreuz, 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 Kreuz. Oh, scheiße. Problemtrinker. So, das kam dabei raus, weil im Alkoholismus gibt es 5 Phasen und ich war in Phase 1 und das ist das Problemtrinken gewesen. Ich habe dann einen Termin in der Entgiftungsklinik gemacht. Und bevor es losging, habe ich mir gedacht, weißt du was, ziehst du dir nochmal deine 5 Kannen oder 6 Kannen Bier in den Kopf, weil danach ist vorbei. Am 23.07.2015 ging es dann in die Entgiftungsklinik, St. Camillus in Vasum. Und dort wurde mir gesagt in einem Gespräch, dass es nicht möglich sei, nahtlos in eine Langzeittherapie kommen zu können. Okay, gut. Da habe ich gesagt, aber Leute, wenn ihr mich dann nach Hause schickt,
Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde direkt wieder rückfällig. Direkt schon ehrlich gesagt? So, das war geleitet von Gott. So, und in der Zeit, in der Entgiftung, fing ich endlich an, über meine tiefsten Schmerzen zu sprechen, die ich davor in den 5 Jahren Therapie komplett verschwiegen habe und nichts erzählt habe. Alle Therapien in den Psychiatrien sind fehlgeschlagen, weil ich immer die fröhliche Jennifer vorgekehrt habe. Aber die kranke Jennifer kam nie zum Vorschein, die kranke Seele sozusagen. So. Aber in der Entgiftung auf einmal fing das an. Und da tat man bei mir die nächste Diagnose dann stellen, PTBS. Posttraumatische Belastungsstörung, die dann zu Sucht geführt hat. Euch das zu erzählen, würde den Rahmen sprengen. Deswegen versuche ich es kurz zu halten. Dann geschah ein Wunder. Während der Therapie, während der Entgiftung, ich durfte in der Motivationstherapie bleiben. Das heißt, 3 Wochen lang. Normalerweise ist eine Entgiftung nur 7 bis 10 Tage möglich. Danach ist Feierabend. Ich durfte 3 Wochen dort bleiben. Und dann konnte ich auf einmal plötzlich überwechseln in die Langzeittherapie nach Warstein. Ich war damals schon durch den Entzug psychisch überbelastet. Ich kam dann am 10. August 2015 nach Warstein. Ich war begeistert von der Anlage, wie schön das da war. Im Sauerland ist das. Bin dorthin. Aber am späten Abend kam es dann zum psychischen Kollaps durch den Entzug, dass ich dann am selben Abend auf der geschlossenen Psychiatrie landete, anstatt in der Reha. Meine Eltern hatten mich damals besucht. Es war das einzige Mal, wo meine Eltern mich in der Psychiatrie besucht haben. Meine Mutter brachte mir ein Tagebuch mit und einen Brief. Heute weiß ich ganz genau, dass das nicht die Worte meiner Mutter waren, sondern 1:1 die Worte Gottes für mich. Ich las den Brief und weinte bitterlich. Und dann fing ich an, in mein Tagebuch zu schreiben. Das begann aber nicht mit meinen eigenen Worten. Das begann mit einem Gebet, wo das erste Mal Jesus Christus zum Vorschein kam, wo ich Jesus dann eingeladen habe, bitte Herr Jesus Christus, sei du mein Begleiter auf diesem schweren Weg. Und plötzlich, bumm, war er da. Ich konnte das so deutlich spüren, da kam auf einmal so ein richtig friedvolles Gefühl über mich, als hätte der Herr mich im Arm genommen. Wir machen das schon. Ich hatte 1 Woche Zeit, um mich zu stabilisieren, wieder in die Reha zurückzukehren. 1 Woche, das geschah dann daraufhin auch, weil ich auf einmal Vertrauen zu Jesus fand, zu Gott fand. Da ist einer, der mich trägt. Ich bin nicht mehr allein mit der ganzen Scheiße wie vorher. 1 Woche später kam ich dann an sein Kreuz. Ich erzähle euch wie. Die Krankenschwester hat gesagt, hör mal, es gibt da oben eine schöne Kapelle und da, ne, gehen Sie mal da durch. Ich kannte mich natürlich nicht aus, ne? Bin dann mit einem Mitklienten da hoch. Ich war begeistert über die Natur. Das tat mir so gut, da durch die Wälder zu laufen und die Felder zu sehen und dies und das. Und dann liefen wir auf einmal oben am Berg an einem großen steinernen Kreuz vorbei mit einer Kapelle, Kreuzweg und so weiter. Bin da mit meinen Klienten, aber einfach nur durch mit Klienten. Hab ich dann da oben auf der Aufsichtsplattform einfach auf Bank gesetzt, mit ihm gesabbelt und dann plötzlich, nach 2 Stunden Sabbeln, war etwas, als zog mich etwas zurück an den Ort. Ich gehorchte irgendwie dieser Stimme, ja, mir war es nicht bewusst, Leute. So, da habe ich gesagt, hör mal, Detlef, ich möchte gerne wieder zurück und ja, mach mal ruhig, ne? Dann ist er dann seines Weges gezogen und ich bin dann zum Kreuz zurück. Kniete davor nieder. Dann hörte ich deutlich Gottes Stimme in meinem Herzen, die erstmal gesagt hat, Kind, gewöhne dir das laute Beten an. Oh, vorher war es nur in Gedanken, okay, ich konnte es nicht.
Das war eine heftige Überwindung, aber ich gehorchte und redete dann. Und dann sagte Jesus die alles entscheidenden Sätze, die sich heute bewahrheitet haben: Lerne mich kennen und ich zeige dir, wer du bist. Das waren seine ermutigenden Worte. Das heißt, geh deinen Weg komplett an meiner Hand und ich zeige dir, wer du bist. Ich hatte in der gesamten Therapie so die Präsenz Jesu in mir gespürt. Wir haben uns Liebesbriefe ausgetauscht. Ich habe Stunden vor dem Kreuz verbracht und bittere Tränen geweint. Ich habe praktisch alles an Jesus abgegeben. Die ganze Scheiße, was ich durchleben musste, auch mit meinem Ex. Alles. So, das hat natürlich eine Menge Zeit in Anspruch genommen. Der Herr hatte mir nämlich die Idee gegeben, schreib mir Briefe. Ich führte natürlich schön Tagebuch für jeden Tag, ne? Alles, was ich erlebt hat, und dann irgendwann wurde mein Ansprechpartner Gott. Ich setzte mich dann an den PC, ich war schon bereits 7 Wochen in der Reha gewesen, 7 Wochen, und da diktierte praktisch der Papa mir, wie hat er mich da überhaupt hingeführt nach Warstein. Er war es die ganze Zeit gewesen, der jetzt gesagt hat, so Fräulein, jetzt ist Feierabend. Jetzt komme ich und greife in deinen freien Willen ein. Leute, das kann Gott auch. Er kann auch in unserem freien Willen eingreifen. Kann er. Er ist allmächtig. Auch wenn ich euch immer gesagt habe, er fasst ihn nicht an. Aber wenn es sich um unsere Seelen geht, wenn Gott uns erwählt hat, wenn Gott uns haben will, dann geschieht sein Wille so oder so. Ich habe heute so einen dicken Ordner mit Austausch zwischen Gott und mir, seine Worte und meine Worte, so einen dicken Ordner und 3 Tagebücher komplett vollgeschrieben. Nicht während der Therapie. Die Therapie an sich hat 20 Wochen gedauert. 20 Wochen. Ich war davon überzeugt, dass Warstein für mich mein heiliger Ort ist, da, wo Jesus Christus mir begegnet ist. Und ich fühlte mich dort zu Hause. Nur dann kam die nächste Hürde. Ich musste auch irgendwann mal wieder zurück, ne? Es war aber so, als hätte ich Jesus zurückgelassen und nicht mit nach Duisburg. Zu Hause tat ich das noch, dass ich noch Briefe schrieb am PC. Aber irgendwann schlief das Ganze ein. Und ich begann, Gott zu vermissen. Ich habe Jesus praktisch in Warstein zurückgelassen, aber nicht mit nach Duisburg genommen. Ich weinte vor Heimweh. Ich wollte unbedingt wieder zurück nach Warstein. Klar, die Tür stand mir offen, weil im Rahmen der Alkoholentwöhnungstherapie konnte ich bereits schon mit der Borderline-Klinik sprechen, vorsprechen. Die haben mich aufgenommen, Basistherapie. Dafür muss ich aber jetzt erstmal 8 Wochen zu Hause sein. Als ich dann nach Warstein nach 8 Wochen zurückkehrte, war ich mittlerweile so depressiv. So, jetzt kommt das Thema. Satan ist ein Räuber. Okay? Hat mich praktisch alles vergessen lassen, was ich in den 20 Wochen zuvor erlebt habe. Okay? Besonders dann, wenn man zum ersten Mal Kontakt mit Christus hat, über einen Zeitraum, und dann aber eine Trennung vonstatten gegangen ist, eben weil ich in meinem Kopf gedacht habe, Jesus ist nur in Warstein, aber nicht in Duisburg. So, auf diese Lüge habe ich gehört. So, dementsprechend konnte der Feind mir alles rauben, dass ich dann in einem hochgradig depressiven Zustand nach Warstein zurückgekehrt bin in die Basistherapie. Als depressiver Mensch in einer verdammt schweren DBT? Ach du Scheiße. So, die Therapeuten, die haben schon gedacht, nee, die Frau Feniger schafft das nicht. Die kriegt das nicht auf die Reihe. Die ist gar nicht so weit. Ne? Und dann kam plötzlich Umkehr. Und das ist folgendermaßen passiert. Dass ich spazieren ging und dann auch mich dabei gefilmt hatte. Ich wollte alle Orte aufnehmen, alles aufnehmen, damit ich was für zu Hause habe, dass ich Warstein mit nach Hause nehmen konnte.
an wahrscheinlich mich festgekrallt, weil wie gesagt, es ist mein Wallfahrtsort, wo Christus mir begegnet ist. So. Und dann, ich kann euch sogar ein Video dazu mal senden. Der Herr schenkte mir einen wundervollen Himmel, den ich meinem Lebtag noch nie so traumhaft schön gesehen habe. Ich habe die Kamera draufgehalten. Und dann war ich an diesem Kreuz hier. Hab mich dahinter niedergekniet. Dahinter, nicht davor. Weil ich Gott ja nicht mehr gehört und gespürt hatte. Da sagte er die einfachen Worte. Mit diesem Himmel wollte ich dir zeigen, wie lieb ich dich hab. Es gibt Sachen, die berühren mich heute noch. Ein Zeichen von Gott hat genügt, um die ganze Depression auszulöschen. Alles wieder hervorzuholen, was Gott für mich tat. Und dann war die fröhliche Jennifer wieder da. Genauso wie früher. Dass ich sogar auch angefangen habe, bei meinen Mitklienten über Jesus zu sprechen. Die wussten alle, dass ich gläubig bin. Auch die Therapeuten. Die wussten genau, wo ich hingehe. Es steht sogar in meinen Entlassungsberichten drin. Frau Feniger geht täglich zum Friedhof, um sich dort mit Gott auszutauschen. Ja. So war es bei allen Therapien, liebe Geschwister. Um mich mit Gott auszutauschen. So, nur jetzt kommen wir halt zum heiklen Thema. Der Satan ist ein Räuber. Immer. Er wird uns immer wieder versuchen, das wegzunehmen, was Gott in unsere Herzen hineingelegt hat. Und das geht so lange, bis wir in den Sarg gelegt werden. Ist leider so. Und ich musste das leider ganz hart selbst erfahren. Das Jahr 2017 kam. Die Trennung von meinem Ex-Mann und mir, weil mein Ex-Mann eine neue Perle hatte. Nur mir tat das gar nicht weh, Leute. Ich war froh, ihn loszuwerden. Weil in den 3 Jahren, wo ich damals Jesus bereits kannte, oder 2, habe ich von Jesus so oft eine wunderbare Liebe und Barmherzigkeit erfahren dürfen, dass er den ersten Platz eingenommen hat über meinen Ex. Und das hat meinen Ex überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht. Ich fing an, mich zu verändern. Für ihn in die negative Richtung, für mich aber positiv. Mein Ex war sogar drauf und dran, mir das Letzte, was ich hatte, wegzunehmen. Er war ein Narzisst, okay? Mein Glauben. Das ist das Einzige, was ich mir nie habe wegnehmen lassen. Er hat mir sogar gesagt, mich vor die Entscheidung gestellt damals, entweder dein Gott oder ich. Da habe ich gesagt, ich werde niemals Jesus Christus verleugnen. Niemals. Und im Jahr 2016 hatte ich schon den Gedanken gehabt, dass ich nur noch mit Jesus zusammen sein will. Ohne Partner. Diesen Wunsch hatte ich bereits schon. Das war nämlich in der Reha gewesen, Schwertbad Klinik Aachen, wo herausgefunden werden sollte, ob ich überhaupt noch arbeitsfähig bin. So. Dann kam die Trennung. Ich hatte 21 Monate lang keinen Alkohol konsumiert. Am 7. Mai, 6 Tage nach der offiziellen Trennung, geschah es dann. Ich weiß doch genau, wie ich auf dem Teppich lag und Gott um Hilfe anflehte, bloß nicht das Bier anzurühren, was in der Absteckkammer stand. Ich konnte nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe gedacht, komm, eine Pulle Bier wirst du ja wohl trinken können. Jo, nix da, außer einer Pulle Bier wurden 6.
Plus Tabletten obendrauf. So. Rückfall. Und dann später setzte mein Ex-Mann mich auf die Straße. Ohne nix, ohne alles. Ich hatte nix, hatte kein Geld, hatte keine Bude, hatte keine Arbeit, lebte nur von einer kleinen süßen Rente. Diese Story habe ich euch erzählt, wie Gott mir geholfen hat, okay? Deswegen kann ich das Ganze jetzt mal komplett überspringen. Nur trotzdem, als ich in meiner neuen Wohnung war, es stand ja kaum was darin, da habe ich die Hölle auf Erden erleben müssen. Achtung, Trigger, Selbstverletzung. Alle, die das nicht abkönnen, raus aus dem Video. Da brach der ganze Schmerz raus über meinen Körper. Ich gehe nicht ins Detail jetzt, okay? Kann nur sagen, dass meine Bude voller Blut war. Der ganze Schmerz. Ich habe das damals sogar auf mein Selbstwertsymbol, auf mein Kreuz mit dem Herz in der Mitte tropfen lassen. Zum Herrn gesagt, so fühle ich und nicht anders mehr. So, okay? Weil ich habe ja meinem Ex-Mann alles gegeben, komplett. In seine Schulen investiert und. Ich hatte ja für mich selber gar nichts, nix. Ich hatte keine Freunde, hatte selbst meine Familie nicht, hatte niemanden. Und dann, wo ich nicht mehr funktionierte, ne, schwer krank wurde, war ich nicht mehr zu gebrauchen, setz mal so vor der Tür und eine neue Alte rein. So habe ich mich gefühlt früher, okay? So, das erstmal zu verarbeiten, das war die Hölle. So, eine Woche lang ließ ich das so zu, aber dann kam auf einmal Hilfe her. Zwar von Gott selber. Kind, komm zu mir ans Kreuz. Das hat er mir in der Psychiatrie gesagt, wo ich 10 Tage war, bevor ich die Wohnung hatte, okay? Der hatte schon gesagt, komm zu mir ans Kreuz. Bevor das passiert war mit der Hölle in der neuen Bude, okay? Es geschah dann daraufhin, tatsächlich. Ich kehrte nach Warstein zurück. Entgiftungsstation erstmal eine Woche. Und dann wieder in die Reha. Und ich war endlich wieder an meinem geliebten Kreuz, wo ich immer Trost gefunden habe. Nur nach 8 Wochen musste die Therapie abgebrochen werden. Wieder, Achtung, Trigger, Selbstverletzung. Vor dem Kreuz. Konnte nicht mehr. Ich war jahrelang suizidal, meine Süßen. Jahrelang. Und ich hatte Verfolgung gehabt in meiner Birne, trotz wo ich mit Jesus zusammen war. Immer diese ekelhaften Bilder von Suizidversuchen vor mir, wie man es am besten macht. Jetzt erfahrt ihr zum ersten Mal mein ganzes Leben, was eigentlich hinter mir liegt. Und zwar der Versuch Satans, mich umzubringen. Die Therapie musste abgebrochen werden nach 8 Wochen. Was geschah? Jennifer geht nach Hause. Das Erste, was sie macht, ab zum Kiosk. Weiter getrunken zu Hause. Das war im August 2017 gewesen. Und die Depressionen hielten weiter an. Und ich spürte auch Gott nicht mehr. Alles war weg. Und dann, im Oktober, erhielt ich von einer Schwester ein Video über Messenger. Gottes Worte. Die trafen mir so in die Pumpe rein. Ihr wisst, dass Gottes Worte Macht haben. Der Herr braucht nicht viel zu machen oder zu sagen oder zu tun. Einige Wörtchen von ihm haben ausgereicht. Dass sie mein Herz erreicht haben, dass ich erstmal geweint habe in der Gegenwart des Vaters. Und der Vater hat mir nie vorgeworfen, Kind, warum tust du das? Das ist Sünde. Nie. Wisst ihr warum? Weil der Vater mein Herz kannte. Weil er wusste, was ich durchlitten habe. Und das geht nun mal nicht spurlos an einem vorüber. Und ich rede jetzt nicht nur für mich, sondern für euch alle da draußen, die ihr vielleicht in eurem Kummer, in eurer Verzweiflung, in euren Verletzungen
Dinge getan habt, wo andere Geschwister euch sagen würden, das ist Sünde. Papa Jesus ist nicht so. Ganz im Gegenteil, er hat mich getragen. Die ganzen Jahre hindurch. Und ich habe euch das erzählt, dass er mich 3-mal gerettet hat vor dem Tod. Ich habe es euch erzählt, auch das übergehe ich jetzt mal. Im Jahr 2017, im November, Dezember, begann meine Arbeit als Evangelistin, meine Süßen. Oh. Nachdem der ganze Scheiß hinter mir lag, da sagt der Vater auf einmal zu mir im November, Kind, du gehst jetzt live, und zwar auf Johannes 17, 17. Okay, so, da fing das Ganze an. Okay, im Dezember habe ich das 7-Jährige praktisch als Evangelistin. Halleluja. So, er hat mich in meiner größten Schwachheit gebraucht. Es steht im Korintherbrief, Leute. Meine Schwachheit, da ist der Herr, seine Kraft am größten. Und deshalb spricht Paulus, rühme ich mich meiner Schwachheit. Weil in meiner Schwachheit ist die Kraft Gottes gegenwärtig. Und deswegen braucht ihr keinen Schiss haben, das gilt auch für euch da draußen. So, auch wenn ihr Sachen macht, die vielleicht nicht so prickelnd sind, ja, der Herr gebraucht euch. Er hat praktisch die Versager ausgewählt, wisst ihr das? Ich habe kürzlich einen Beitrag bei Facebook gelesen. Der Herr nutzt diejenigen, die er erwählt hat. Und nicht, ob einer versagt oder nicht versagt. Die er erwählt hat. So. Und ich glaube, dass viele von euch da draußen, die mir jetzt gerade zuhören, Ähnliches erlebt haben, dass vielleicht auch euer Leben auf der Kippe stand. Der ein oder andere vielleicht durch einen Unfall, der nächste durch eine Geburt, der nächste durch Suizidversuch oder andere Sachen, dass der Herr euch da rausgeholt hat. Am November übrigens trank ich gar keinen Alkohol mehr, ne? Ich war trocken gewesen. Ich war trocken, okay? Nur das Ding war, in den Jahren 2017 bis 2019 litt ich unter der bipolaren Störung. Dass keine nächste Diagnose rausgegast ist. So, ich habe den Herrn gefragt, warum ich, was soll das? Der Herr hat zu mir eine ganz einfache Antwort gegeben. Deine Seele hat in der Vergangenheit versucht, auf unterschiedliche Art und Weise um Hilfe zu rufen. Als du noch der Welt zugewandt warst. Ich war manchmal in den 5,5 Jahren von 2014 bis 2019 auch ungeduldig. Ja? Ich sagte zu Gott, wird das nicht mal langsam Zeit, dass ich in meinen Beruf zurückkehre? Mich kotzt das an, hier arbeitslos hier rumzuhängen. So, da sagt er aber nichts da, Kind. Du lernst mich und dich jetzt erst einmal kennen. Das heißt, in den Tagebüchern, von denen ich euch gerade erzählt habe, haben Gott und ich uns ausgetauscht. Was ganz wichtig ist, erst einmal eine Selbsterkenntnis über sich zu gewinnen. Warum bin ich eigentlich so? Was hat mich eigentlich zu dem gemacht, was ich war? Das gilt auch für euch. Das hat nämlich damit zu tun, dass wir uns selbst verstehen können. So, und dabei ist Gott die beste Hilfe, wenn ihr ihn als Therapeuten angenommen habt. Die beste Hilfe. Weil wenn ihr dann Selbstverständnis für euch entwickelt habt, was passiert? Es beruhigt euch. So, ah, da kommt er weg. Okay, alles klar. Es ist also keine böswillige Absicht, sündigen zu wollen, zu saufen oder sich zu schneiden oder andere Sachen zu machen. Die Geschwister sehen nur das, was sie hören und ne, von außen. Aber warum der Mensch das macht, das ist den Menschen verborgen. Die machen dann den Mund auf und sagen, die kann unmöglich zu Jesus gehören.
Und unser Vorteil ist, Jesus ist genau anders. Er sieht das Herz an bei allem, was wir tun oder nicht tun. Und das ist das Große und Barmherzige an unserem Gott. Er hat die schlimmsten Sünder durch seine Liebe zu sich gezogen und nicht durch du. Wie das leider Geschwister machen. Als ich damals meine Bipolarität öffentlich gemacht hatte, dann kam der Shitstorm auf mich so nach dem Motto, du kannst nicht zu Jesus gehören. Du bist bipolar. Du hast versucht, dich umzubringen. Das ist eine Sünde. Also an alle Geschwister da draußen, die das machen. Leute, in meine Schuhe treten. Okay? So, Jesus kennt mein Leben besser. Okay? Und das ist das Tolle an unserem Himmelspapa. Ich habe 2 Jahre lang wirklich Abstand, Manie, Depression. In der Manie habe ich ganz viele göttliche Offenbarungen bekommen, zu denen ich heute noch stehe, wo ich jetzt stabil bin. Endlich die richtigen Medikamente habe, alles gut. So, und jetzt kommt etwas, was aktuell war, warum ich eigentlich live gehen wollte. Im Jahr 2017, ich habe euch das noch nicht erzählt, als ich den Rückfall hatte, hat Gott mich dazu gebracht, live zu gehen. Kind, lege deinen Stolz ab und bekenne es. Du bist meine Evangelistin. Ich sage, ich will das jetzt aber nicht. Das ist doch scheiße, du kein gutes Beispiel. Kind, du sollst es jetzt tun. Ich tat es dann. So, und an diese Situation hat der Herr mich gerade mal eben heute Morgen erinnert. Und gestern, als ich mit Daniel und mit unseren beiden geistlichen Mäusen das Abendmahl gefeiert hatte, ich fühlte mich von Gott getrennt. Ich zeigte auf einmal Verhaltensweisen, die ich früher an den Tag gelegt habe, die ich eigentlich der Vergangenheit angehörend betrachtet habe. Jetzt kommt wieder das Thema, der Satan ist ein Räuber. Ich fing an, regelmäßig einmal die Woche zu trinken. So, und zwar ohne Maß. Bis zum Erbrechen und drüber hinaus. Obwohl ich vor Monaten hier saß und euch gepredigt hab, maßloser Konsum von Drogen und Alkohol ist Sünde. Also, heute geschieht genau dasselbe, was im Jahr 2017 der Fall war. Ich bekenne öffentlich meine Schwäche, meinen Rückfall. Nur ich wusste nicht, warum tat ich das überhaupt? Es ging auch wieder, Achtung Trinker, zur Selbstverletzung, weil ich anfing, mich selber dafür zu hassen, dass ich auf einmal schon wieder zurückfall. Versagen geht gar nicht. So, und dann habe ich mir gesagt, ich rede mit keiner Menschenseele über meine Scheiße, auch mit Gott nicht mehr. So, weil es halt viel zu oft passiert ist. Und das ist der Grund, warum ihr mich öffentlich lange nicht mehr gesehen habt. Ich habe nur noch alte Livestreams geteilt. Ich war zu stolz gewesen, meinen Geschwistern zuzugeben, auweia, da bahnt sich gerade wieder eine Sucht an, ein Rückfall an. Ich wurde bereits auch schon angesprochen. Ich habe es immer abgestritten. Ich habe gesagt, ich führe nun mal ein glückliches Leben. Ich feiere das jetzt halt, jetzt, dass wir eine tolle Bude haben, dass ich meinen Job habe, bla 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 bla. Dann feiere ich jetzt einfach und trinke mir halt gerne mal einen, ne? So, mir war gar nicht bewusst, dass das eigentlich schon längst in die Selbstzerstörung gegangen ist. So, da kommt der Satan ins Spiel. Der Feind pennt nicht. So, und das ist die Warnung an alle Geschwister da draußen. Durch meine Story, der Satan versucht uns immer wieder, und solange wir leben, uns an unsere Achillesferse anzupacken. Das heißt, an unserer Schwäche. Auch wenn wir vielleicht geglaubt haben, sie schon längst überwunden zu haben, der Rückfall in auf welche Art und Weise kann schneller erfolgen, als wir gucken können.
Und dann verstand ich, was mich von Gott getrennt hat. Mein Stolz. So, und Stolz trennt von der Liebe Gottes. Stolz. Der Herr sagt, er stürzt die Stolzen vom Thron. So, und erhöht die Niedrigen. So, und da ich eine öffentliche Person bin, tue ich das, was Gott sagt. Erzähle euch meine Story, wie es früher war, und dass sogar heute, Jahre später, es zum Rückfall kommen kann. Wir sind nicht davor geschützt, dass der Satan uns immer wieder an unserer schwächsten Stelle anzugreifen versucht. Als ich gestern dann gewahr, wo ich sagte, Vater, du hast recht. Deswegen hört und spürte ich ihn auch nicht mehr. Im Gottesdienst gestern habe ich das meinen beiden geistlichen Kindern bekannt, als geistliche Mutter, dass ich ein Problem habe. So, das nennt sich Stolzüberwindung und öffentliche Bekenntnis, Scheiße, da und da habe ich Schwierigkeiten. Weil alles andere wäre Selbstbetrug. Ich hielt mich immer für ein gutes Vorbild, dass ich bloß nicht öffentlich meinen Scheiß hier bekenne. Könnt ihr ein schlechtes Licht auf mich werfen? Und das ist Stolz. So, der Herr sagt ganz klar in seinem Wort, bekennt einander eure Fehler. So, und das braucht eine Menge Mut. Und ich bin jetzt soweit. Ich habe mir fest vorgenommen. Ich habe auch Geschwister vorgestern schon angerufen. Agape-Gemeinschaft. Ich sage, Leute, ich brauche eure Hilfe. Betet für mich bitte. Ich habe das und das Problem. Vorgestern fing die Einsicht schon an. Und die Gebete haben geholfen. Ich bin endlich wieder da, wo Gott mich hinhaben wollte. Und zwar da, nicht so stolz zu sein. Es kann auch mich jederzeit erneut treffen, auch wenn ich mich hier hinsetze und predige. Ja, auch euch kann es treffen. Jederzeit. So, und deswegen bin ich dem Herrn unendlich dankbar dafür, dass er jetzt eingegriffen hat, um den Stolz wegzunehmen. Geil ist das, weil nämlich der Stolz Satans, der sorgte nämlich dafür, ne, dass Krieg oben im Himmel anfing. Ne? Er war ja stolz darauf, der schönste und herrlichste Engel zu sein. Er hielt sich für Gott. So, und das ist deshalb der Grund, warum Gott Stolz nicht gut heißt. So, wenn wir den Leuten nur unsere Schokoladenseite zeigen, aber die dunklen Leichen im Keller verschweigen. So, der Vater sieht das, besonders bei öffentlichen Personen. In der Bibel steht, macht euch nicht zu viele Lehrer, weil sie trifft ein härteres Urteil. Gilt auch für mich. Gilt für mich. Das war eine Warnung von Gott. Sei ehrlich auch als Lehrerin deinen Schülern gegenüber. Weil das bist nicht du, die zu ihnen spricht, sondern ich. Okay? So, das muss uns allen bewusst sein, allen, die live, die öffentlich Gottes Wort verkündigen, dass der Herr das spricht und nicht wir. Dass sie aber trotzdem immer noch schwache Menschen sind. Und wir können Gott immer wieder für diese Gnade danken. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert das jetzt gerade für mich ist, das öffentlich zu machen. Das ist so, als würde ich meine Last mit euch teilen. Das ist so, als würde der dicke Packen Stolz runterknallen. Ich hatte nämlich, wenn ich betrunken war, dann kam das raus, mein Problem. Ich hatte zum Daniel so oft gesagt, ich kann nicht mehr. Muss ja für Gott und die Welt immer ein Vorbild sein. So. So, da habe ich mir die Freiheit genommen, wisst ihr was, leckt mich. Ich zieh mir ein. Das ist das, wann ich heimlich über mich bestimme, sozusagen. So, und wenn es dann in die Selbstverletzung geht, dann sagt die Seele, es reicht, ich kann nicht mehr. Du musst nicht überall glänzen. So,
Weder auf der Arbeit noch öffentlich im Livestream oder was. So. Und diese Erleichterung möchte Papa mir heute geben, euch gegenüber. Ja, auch ich habe meinen Scheiß. Ich bin jetzt seit 5 Tagen ohne Alkohol. Und ich werde jetzt auch erstmal keinen Alkohol mehr trinken. Warum? Weil ich es nicht mehr nötig habe. Weil ihr jetzt Bescheid wisst. Und nehmt es euch ein zum Beispiel. Und genau das will Gott erreichen. Nicht, dass ich mich hier bloßstellen soll, sagt Gott, sondern, dass du deine Geschwister warnst, dass es sie auch treffen kann. Jederzeit, wenn die nicht achtsam sind. Besonders dann, wenn eure Seelen unter Druck geraten, und meine Seele war unter Druck. Das so lange schon. Meine Psychiaterin, ich habe ihr alles gesteckt vor 4 Tagen. Und ich hatte vorher dem Daniel noch gesagt, ich sag, Danny, macht das überhaupt Sinn, dass ich ihr das erzähle? Das ist doch ein geistlicher Kampf, das kapiert die doch gar nicht. Ich habe dann einfach gedacht, weißt du was, ich lasse mich vom Vater jetzt führen, mal gucken, was da aus meinem Mund rauskommt. So wie es damals auch war, dass der Herr praktisch meine Aussagen geführt hat, die ich dann ehrlich aussprechen musste. Bei der Psychiaterin war es dann so. Da meinte sie zu mir, Frau Feniger, Sie sind unter Daueranspannung. Hä? Ja, aber ich merke doch nichts davon. Doch, das sind Sie. So, mir wurde das immer erst im Suff bewusst. Da könnt ihr den Danny mal fragen, der sitzt gerade neben mir. Sag mal, Herr Löchel. Hallo. Da hatte ich immer im Suff gesagt, hab, ich kann nicht mehr. Immer muss ich Vorbild sein. Geistliche Mutter, Lehrerin, auf der Arbeit muss das Fuß. Ich kann nicht mehr. So. Und das ist für die Seele eine riesengroße Last. Aber wenn man alle teilen kann, wenn man seine wahren Glaubensgeschwister kennengelernt hat, dann haben wir das nicht mehr nötig, ein Image aufrechterhalten zu müssen. So. Nur auf das Image ist jeder bedacht. Auf seinen Leumund, auf seinen Ruf. Ich habe gedacht, ich will Gottes Ehre nicht verletzen. Kann mich doch nicht hier als Lehrerin hinsetzen und euch in meinen Suff erzählen. Doch, es geht. So, es geht. Auch Paulus hat es getan. Der hat auch von seinem Scheiß erzählt. Der hat sich als den niedrigsten Apostel bezeichnet. So, der Paulus ist das beste Beispiel von Gott für uns. Ihr wisst, was er getan hat. Okay? Trotzdem hat Gott ihn auserwählt, sein Apostel zu sein. Und nicht nur für das Volk Israel, sondern für die ganze Welt. Ich kenne sie heute, Alter. So, das ist normal. Wir können uns, wenn wir mal verkacken, okay? Das ist bei mir halt passiert. Ich habe mich dann sofort zurückgezogen. Ich habe nur noch alte Livestreams nach vorne gezogen. Auch bei meiner Mutter habe ich gesoffen. Schwiegermutter. So. Bis zum Filmriss. So, okay. So, meiner Schwiegermutter habe ich gesteckt. Mir fehlt auch meine geistige Mom oder ein Papa. Habe ich nicht. Ich habe keinen. Weißt du noch, Christelle, als ich dich als geistige Mom haben wollte? Mal gucken, wer ist das hier? Kenne ich nicht. So. Dass ich auch mal halte. Ansonsten bin ich immer die tragende Person. Immer. Auch in unserer Partnerschaft her. Immer. Auf der Arbeit. Treibende Person. In den Livestreams. Oder privat. Möchte meine Süßen helfen, weil ich euch alle lieb hab, Mann. So. Nur das Ding ist, ich brauche auch mal Hilfe. Nur ich war halt zu stolz dazu, es zuzugeben. Das passiert schnell, wenn man eine Vorbildfunktion hat. So, jeder von euch, der im Namen Gottes öffentlich unterwegs ist, ist gleichzeitig auch Vorbild für viele. So, das kann dann halt einen dazu verleiten, stolz zu werden. Nicht mehr zu seinen Fehlern stehen zu können. Nur noch die Schokoladenseite zu zeigen. Wisst ihr eigentlich, dass das Sachen sind, die Gott für lau hält? Lau ist, Doppelmoral zu haben. So. Oh, seht her, ich bin eine tolle Lehrerin.
Die andere Seite ist im Suff. Ey, Leute, geht gar nicht. So, deswegen sage ich immer klar, ja, ehrlich sein. Auch wenn es verdammt schwer ist für mich gerade. Ich bin eine öffentliche Person, meine Livestreams gehen über die Welt, Leute, da ist keiner ausgeschlossen. Auch mein Arbeitgeber kriegt das mit. Das ist mir scheißegal. So. Hab Freunde, ne? Hab auch Freunde, da wo ich arbeite, kriegen das auch mit jetzt. Aber wisst ihr was? Das ist die geilste Erleichterung ever jetzt hier. So, jetzt kann ich einfach weiterleben und zwar ohne den Stoff. Ohne den Druck haben zu müssen. Ich muss gar nichts. Okay, deswegen, meine Lieben, passt auf eure Seelen auf. So, an alle, die ihr eine Verantwortung habt, auch vor Gott, auch euren Mitmenschen, passt auf eure Seelen auf. Okay? So, dass wir einfach weiterhin transparent bleiben. An alle öffentlichen Personen. Leute, das ist wichtig. Ihr seht das selber, was mit mir passiert ist, weil ich den Glauben hatte. Ich bin ein Vorbild. Ich habe zu funktionieren. Und das hat meine Seele auf dieselbe Art und Weise unter Druck gesetzt wie damals. Und deswegen kam dasselbe Verhalten an den Tag wie früher. Okay? Jetzt wird mir langsam klar, wo ich euch das erzähle, was eigentlich der wahre Grund war. Ich wusste ihn nicht. Die Psychiaterin hat mir zwar gesagt, sie stehen unter Daueranspannung. Ich wusste aber ehrlich wusste überhaupt nicht, warum eigentlich. Mein Leben läuft doch super. Mein Leben läuft doch so mit der Spitzenbude. Ich heirate bald einen Spitzenjob. Da läuft doch alles. Was los? Mir fehlte das Selbstverständnis für mich. Jetzt habe ich es wieder. Dank sei Gott. Nur mal auf das Thema zurückzukommen. Für euch. Ja. Ihr müsst ein Selbstverständnis für euch entwickeln. Warum benehmt ihr euch so? Warum tut ihr das ein oder andere, was in den Augen anderer Christen schändlich sein könnte? Es hat immer alles seinen Urgrund. So, den gilt es herauszufinden. Und ich bin Gott jetzt sehr dankbar im Laufe meines Livestreams, dass er mir das jetzt gerade eben mal erklärt hat. Ja, ich danke dir, Priscilla, und ich danke Gott. Ja. So, und der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. So, das Schlimmste am Stolz, grüße ich Claudia, jedenfalls bei mir, dass er sich so unmerklich und schleichend einschleicht und man sich, ja, auch denke, da in Recht zu sein, vor allem, weil ich, ach du meine Güte, Recht zu sein, vor allem, weil ich auch dazu neige, dann immer mehr unmerklich erstmal mehr tue, um meine Gedankenverhalten zu rechtfertigen. Bis zum Zusammenbruch vor ein paar Tagen. Hätte Ähnliches wie du, liebe Jenny, sagen können, auch wenn ich nicht öffentlich gehe und bin, aber mein direktes Umfeld, Familie, Dorf und so weiter. Ja, krass, ne? So, deswegen, im Grunde genommen haben wir eigentlich in Wirklichkeit doch noch alle Schiss um unser Image, oder? Nix da. So, das wäre falsch. So, und das ist das, was der Vater nicht will. So. Schwäche und Stärke sollen schon zusammengehören. So. Und Papa Jesus sagt das ganz klar. Bekennt einander eure Sünden. Bekennt sie. So. Und dann im Laufe der Zeit, wo ich das jetzt getan habe, im Livestream habe ich jetzt so viele Antworten auf einmal bekommen, die Gott mir eigentlich in der Stille mal schon längst hätte sagen wollen. Aber ich bin vor ihm weggelaufen, weil ich genau wusste, was jetzt kommt. Jetzt kommen Vorwürfe. Warum bist du nicht gehorsam? Warum bist du dies? Warum machst du das schon wieder und dies? Habe ich erwartet von Gott? Nö. Mir gerade mal eben ein Grund aufgezeigt, warum habe ich mich so benommen? Warum habe ich mich denn so unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich das Saufen wieder anfing? Oder mich sogar selbst, ne? Warum? Das passiert doch nicht aus Spaß und Vergnügen oder was? Ich habe es praktisch eingetütet in Spaß und Vergnügen. Auch für euch da draußen. Wir gehen feiern, wir machen Party oder genießen das Leben und ja. So, das hat sich eingeschlichen.
Das hat sich allmählich eingeschlichen, wurde allmählich in den letzten, ich weiß gar nicht wie viele Wochen schon, zur Gewohnheit, dass ich mir einmal die Woche ordentlich die Kante gab. So, und ein Abend, meine Kollegen wissen das, ein Abend landete ich sogar in der Notaufnahme. Läuft bei mir. So, das habe ich alles angestellt. In den letzten Wochen. Okay, was sagt denn meine Süße hier? Mami, ich habe es dir gestern Abend gesagt, ich werde weiterhin für dich beten. Ja, das ist meine Aufforderung. Ja, ja, ja. Ach Gott, du bist süß. Danke dir. So, du könntest ja jetzt auch als geistiges Kind sagen, nee, du bist kein Vorbild mehr für mich. Oder ihr anderen Geschwister könntet vielleicht auch sagen, nee, du hast uns jetzt enttäuscht. Setz dich dahin und predigst mal so eine Scheiße. Wir hören dir nicht mehr zu. Auch so könnt ihr reagieren. Steht jedem frei. Aber Hauptsache, ich bin ehrlich. So, und trag nicht mehr, lass mit mir alleine rum, weil ich zu stolz war, sie abzulegen. Okay? Stolz heißt der Papa nicht gut. Und wir tun uns damit praktisch selbst bestrafen. Und zwar mit den Auswüchsen, die daraus erwachsen. Okay? Ich fühle mich jetzt so erleichtert, nachdem ich euch das alles gesteckt habe. Jetzt kann ich mich in Zukunft wieder schön hier hinsetzen und Papa kann mich weiter gebrauchen, zu seiner Ehre sein Wort zu verkündigen. Und ich kann euch angucken, ohne schlechtes Gewissen oder mich irgendwie scheiße zu fühlen. Das habe ich nie gemacht vorher. Aber ich habe mich zurückgezogen. Ich bin auf Pfingst nicht live gewesen, nix. Ich wollte vorgestern live gehen, nee, ich habe es gelassen. So, ich konnte es nicht. So, und dann wurde ich inspiriert von drei Geschwistern, die auch vieles in ihrer Vergangenheit durchlebt haben, krank geworden sind und so weiter. Wie kommen die da wieder raus? So, und ich habe euch jetzt mein ganzes Zeugnis erzählt, was in den letzten 10 Jahren los war. Dass der Satan, das ist nämlich daraus das Thema erwachsen, ist ein Räuber ist. Er kann euch jederzeit, auch schleichend, ohne dass ihr es merkt, euch Sachen wegnehmen, die der Herr euch gegeben hat, geschenkt hat. Okay. Das geht ganz schnell, wenn wir nicht aufpassen. So, wenn wir nicht den Stolz ablegen. Okay. Unter uns Geschwistern ist es wichtig, ehrlich zu sein. Auch wenn es vielleicht Geschwister gibt, die dann auf uns Shitstorm werfen. So, das ist wieder der Thomas. Geht jetzt aber nicht. Ich werde ihn gleich anrufen. So, meine Süßen, ich weiß nicht, wie lange ich hier schon am Quatschen bin. Auf jeden Fall, meine Lieben, ihr braucht keinen Schiss zu haben, wenn ihr euch öffnet. Wisst ihr was? Ihr könnt direkt eure Geschwister prüfen, wenn ihr es tut. Reagieren sie so wie ihr gerade, dann seid ihr aus Gott geboren, Liebe. Reagiert ihr aber anders, nee, dann brauchst du uns hier nicht mal einen vorzupredigen. Du bist kein Vorbild mehr, tschüss, du bist kein Christ. Da wisst ihr ganz genau, was das für Geister sind. Okay, ihr könnt sie sofort prüfen, wenn ihr eure Schwächen zugebt. Ob in der Familie, im Dorf, weiß der Geier, mit was ihr rumlauft. Oder in eurer Partnerschaft, keine Ahnung. Wenn ihr das rauslassen könnt, wenn ihr Mut habt, da werdet ihr erleichtert sein. Bei mir war es nicht der Alkohol, aber hast du den Thomas mal Bescheid gesagt, dass ich live bin? Tu das mal bitte. Bei mir war es nicht der Alkohol, aber immer aggressiver, angespannter, wütender auf mich. Gott gleich, alles wurde und mich schon wie eine Terroristenmörderin fühlte, dass ich jetzt mein öffentliches Zeugnis. Aha. Ja? So oder so zeigt sich das, Claudia. Innere Anspannung, in Wut, in Aggression. Ja, sicher. Einer Schwester von mir geht's gerade ähnlich. Die fühlt sich wie vor Gott der letzte Scheißdreck. So, weil sie wütend, aggressiv manchmal ist. Ja, aber ihr könnt euch gewiss sein, dass der Herr in euer Herz reinblickt, Mensch. Warum seid ihr gerade so? So, das ist ganz wichtig. So, und das hält uns an Gott fest, Mensch. So, weil Gott so verständnisvoll ist. Aber wir sollen die Sprache rausrücken und die Leute nicht verarschen. So, das tun nämlich leider viele.
weil die ihr Image aufrechterhalten wollen. Ich war selbst betroffen. Aber lief mit einer Scheißlast durch die Gegend rum, wo ich gedacht habe, ich muss sie ganz alleine tragen. Nix da! Da siehst du, Michaela, das ist doch scheiße! So, und das will der Feind. Ich konnte auch nicht mehr beten, Michaela, weißt du das? Konnte ich nicht. So, dazu sei Folgendes gesagt, der Herr vergibt 7 mal 70 Mal. Warum denn? Weil er genau weiß, dass wir nicht böswillig handeln, sondern es einen Grund dafür gibt, warum tun wir das denn? So, nur halt die Selbsterkenntnis zu gewinnen, Michaela. Warum machst du das und das? Das ist wichtig. So, weil wenn du Selbstverständnis für dich, warum machst du das und das immer wieder? So wie das jetzt gerade bei mir passiert, es beruhigt mich, meine Lieben. Ich kann jetzt wieder freimütig vor Gott niederknien und ihn anbeten. Kann ich wieder. So, weil das Selbstverständnis sehr wichtig ist. Warum macht ihr das und das so? Und nicht anders, wie man es vielleicht von den Geschwistern erwarten würde. Ihr habt alle Leichen im Keller. Jeder, keiner ausgenommen. Und der Heilige Geist der Wahrheit sendet alles ans Licht. Der Herr sagt in seinem Wort, es gibt nichts, was nicht offenbar gemacht werden wird. Okay, das sagt der Papa. Und Michaela, du darfst immer zu Gott gehen. Keine Verdammnis, die in Jesus Christus sind. Genau, so, und da liegt halt der Grund, Priscilla, dass du das jetzt gerade zitierst. Weil, wenn wir in Jesus Christus wandeln, Jesus ist die Wahrheit, ne? So, wenn wir öffentlich zugeben, dat und dat ist, dann wandelst du nach der Wahrheit Jesu Christi, Punkt. So, da musst du keinen Schiss haben. So, und deswegen sagt der Herr, tut euch einander die Sünden bekennen. So. Und du, Michaela, du hast ein verdammt hohes Sündenbewusstsein. Ne? Als wärst du der letzte Mensch auf Erden, richtig? So habe ich mich kürzlich auch gefühlt. Bei mir war es aber der Stolz dann, ne? Der mich dazu zwang, praktisch, ne? Anders zu handeln, als es eigentlich in Gottes Namen richtig gewesen wäre. Nur da der Wille Gottes geschieht, passiert es auch auf Umwegen. Ja, schlechtes Gewissen, doch, müssen wir schon haben. Doch, Priscilla, ja. Der Heilige Geist der Wahrheit überführt. So, und er überführt Sachen, die uns nicht immer angenehm sind, wo wir am liebsten davor weglaufen wollen. Ich war genauso. Deswegen bin ich nicht mehr in die Stille zu Gott gegangen, weil ich keinen Bock hatte, jetzt auch noch Vorwürfe oben drauf zu kriegen. Mir ging schon beschissen genug. Aber ich wusste nicht, warum ging es mir eigentlich beschissen? Wusste ich nicht. So, und das ist schlimm, Michaela, wenn du dich als Kind Gottes so fühlst. Sehst bei unserem lieben Himmelsvater dich wie ein Stück Du weißt, wie ich mein zu fühlen. So, du bist nicht die Einzige. Es geht vielen so. Die dann nur ihre Sünden sehen. Ich bin so scheiße, ich kann noch nicht mal vor Gott gegenüber treten. Ich habe aber zu beten nie aufgehört. Ich habe Gott immer gedankt. Ich war sogar auch einmal laut gewesen. Ich sag, Vater, was soll denn das jetzt hier? Ne? Ich habe nicht verstanden, um was es eigentlich ging hier. Was ist mit mir los? Wusste ich nicht. So, und solange das Selbstverständnis fehlt, haderst du entweder mit Gott oder du zweifelst mit dir selber. Eins von beiden. Oder es kann sogar beides sein. Und deswegen ist das wichtig, Michaela. Warum machst du das denn? Was willst du kompensieren? Oder was willst du verstecken? So, es gibt nichts, was der Heilige Geist nicht offenbar werden lässt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Butter bei der Fische. Ich erzähle euch meine Story, wie es früher war. Aber dass der Satan immer noch versucht, uns das, was wir uns mit Jesus erkämpft haben, wieder wegzunehmen. Und das geschieht durch Stolz. Zu alleroberst, wenn wir es geheim halten. Der Satan will, dass wir mit unseren Sünden, mit unseren Fehlern alleine da sind. Okay? Der Herr sagt das nicht umsonst. Bekennt einander eure Sünden. Wenn jemand von euch
wirklich nicht klarkommt und keinen Bezug zu Gott herstellen kann, weil er so tief in Schuldgefühlen verstrickt ist, der suche sich eine Schwester oder einen Bruder seines oder ihres Vertrauens. Reden darüber. Weil ich merke das im Gespräch, ob das im Livestream ist oder gestern beim Abendmahl mit meinem Schatz und den Kindern, da gibt euch Gott auf einmal die Lösung in die Hand. Seid bitte nicht alleine mit eurem Scheiß, okay? So, und ihr braucht euch nicht zu schämen, ich schäme mich jetzt auch nicht mehr. Das hat Gott weggenommen, dem Herrn sei Dank, okay? Deswegen fürchtet euch nicht, wenn ihr irgendwie Leichen im Keller habt, so, wo ihr euch in euren Schuldgefühlen dreht, dann nicht mehr rauskommt und sogar eure Beziehung zu Gott gestört wird. Dann sucht euch jemanden, dem ihr euch anvertrauen könnt. Das wäre ein guter Anfang. Ihr müsst euch nicht, wie ich hier hinsetze, und jetzt öffentlich bekannt geben. Bei mir muss das sein, weil ich seit 7 Jahren Evangelistin hier öffentlich bin. So, deswegen ist bei mir von Gott ein ganz anderer Maßstab gegeben. Okay? So, ihr sollt frei sein. So, der Herr sagt, die Wahrheit macht euch frei. So, und dies gehört dazu. Ehrlich zu sich selbst sein, zu seinen Mitmenschen zu sein, oder Gott gegenüber zu sein. Ich war zu feige die letzten Wochen, ja, mich Gott da in die Stille. Ich wusste genau eigentlich, was kommen wird. Wollte nicht hören. Aber gleichzeitig litt ich dann darunter, ihn nicht mehr so spüren und hören zu können. Weil er dann irgendwann sagt, okay, Kind, dann lauf mal weiter. So sieht's aus. Wenn wir auf den Vater nicht hören. So, wenn wir auf den Vater nicht hören, er lässt uns die Zeit lang laufen. Aber irgendwann stürzt er dann. So, aber Vater ist nicht gnadenlos hier. So, er hilft uns wieder auf. Wenn wir das tun, was er sagt, bekennt einander eure Sünden. Die Wahrheit macht dich frei. Das sind seine Worte. Hören wir auf diese Worte, das ist gut. So, dann braucht man nichts mehr Schiss zu haben. Das heißt, sie lasst weg. Dann hat der Satan nichts mehr, wo er Anrechte noch drauf hätte. Wie bei mir jetzt. Gut, die letzten 7 Wochen, die ich mir immer eingeballert habe. So, das ist vorbei. Das ist ab dem heutigen Tag vorbei. So, das sagt Jesaja sogar schon. Schaut nicht mehr nach hinten, schaut nach vorne. Der Herr sagt, siehe, ich mache alles neu. Hast du es noch nicht gesehen? So, und das Tolle ist, dass Gottes Gnade mit jedem Tag neu ist. Gestern war gestern, heute ist heute. Heute können wir das besser machen, was wir gestern noch scheiße gemacht haben. So ist Papa Jesus, so ist er. So, deswegen, durch Liebe, da kehren die Menschen zu Gott um. So, und wir Geschwister sollen das auch zeigen. Nur es gibt leider auch Geschwister, die mit dem Finger auf andere zeigen. So, nur ich sage euch ganz klar, wenn jemand von diesen Geschwistern gerade mein Zeugnis lauscht und mich verurteilt, das sind nämlich genau diejenigen, die am meisten Dreck am Steck haben, okay, die dann lieber auf die Fehler anderer gucken, anstatt auf sich selbst, dazu hat Jesus auch passend Spruch parat, zieh erstmal den Balken aus deinem Auge, ne? Vor der andere hier, ne, den Splitter rausziehen willst. Alles klar? Deswegen, liebe Geschwister, habt den Mut, ja? Wenn ihr irgendwas mit euch herumtragt, egal was, Seelsorger oder Schwester, Bruder eures Vertrauens, und wenn es ein Familienmitglied ist, dem ihr vertraut, scheißegal, lasst das raus! So, der Satan gebraucht das als sein Anrecht, euch immer wieder anzuklagen. Okay, was aber ans Tageslicht gekommen ist, ins Licht gekommen ist, kann der Satan nicht mehr in seine Finsternis reinnehmen. Und euch erst recht nicht. Und das ist das Geile daran. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Der Herr segne und behüte euch. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüssi.